Mahlzeit Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es kein Gaming-Video, heute gibt es mal was anderes. Heute gibt es mal ein Lost Place-Video. Und ja, jetzt haben wir uns hier so eine Kirche ausgesucht. Die Kirche ist jetzt, ich weiß nicht, seit wann die verlassen ist, beziehungsweise seit wann die leer ist. Auf jeden Fall werden wir das vielleicht gleich noch rausfinden. Und ja, dann würde ich sagen, nehme ich euch mal mit rein. Yeah, man. Moin. So, der Dommel hat seine Kamera mit, wie ihr sehen könnt. Und hier, so sieht das Ganze aus. Also ist auf jeden Fall riesig groß. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Hier steht noch ein Klavier. Steht da drauf. Kann ich gar nicht lesen. Reiter und Winkelmann. Braunschweig. Funktioniert noch. Einmal eine Klavon hier. Komm, zeig mal, hau mal eine in die Tasten hier. Also die Fenster sind alle beschädigt. Deswegen zieht das auch total hier. Aber ist halt schon krass. Hinten haben sie so einen riesen Teufel an der Wand gemalt. Das ist jetzt auf jeden Fall nicht mal in 5 Minuten da dran geschmiert worden. Das haben sie schon richtig gemacht. Also es ist echt irgendwie arschkalt hier drin. Aber ist ja normal, wenn alle Fenster kaputt sind. Also hier haben wir den Altar. Und hier vorne, da hat wahrscheinlich immer, ja, weiß ich nicht, das Papier gelegen, wo die dann irgendwas vorlesen. Ich kenne mich da nicht so ganz so gut aus. Da ist auf jeden Fall hier, wie gesagt, der Altar. Schon alles beschmiert. Ja, und so sieht das aus an der Wand. Das Kunstwerk. Auf jeden Fall krass. Wenn man sich mal hier anguckt, hier liegt überall Taubenkacke. Alles voll. Und die Tauben, die fliegen teilweise hier durch die Kirche. Auf jeden Fall krass. Ja Leute, wie gesagt, das ist ein erstes Lost Place Video. Ihr könnt gerne auf jeden Fall nachher mal in die Kommentare schreiben, ob euch sowas gefällt. Ob ihr da Bock drauf habt in Zukunft, und ich würde mich natürlich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Aber wir gehen erstmal weiter. So, jetzt gehen wir mal nach oben, weil irgendwie kommt man auch nach ganz oben. Da gehen wir jetzt auch noch mal eben gucken. Hier ist irgendwie der Beichtstuhl, glaube ich, gewesen. Da hat man sich dann ja hier reingesetzt und dann hat man denen erstmal einen erzählt, ne? So wie das natürlich üblich ist. Mal gucken, wie man hier hochkommt. Hier liegt noch eine Sprühdose, beziehungsweise hier steht noch eine Sprühdose. Ja, ist natürlich mittlerweile alles so ein bisschen beschmiert und kaputt gemacht worden. Das ist halt immer üblich, so wie ich das auch selber aus irgendwelchen Videos kenne. Ja.
Da ist die Treppe nach oben. Ich mach mal hier Licht an. Geht das hier nicht? So. Hallo! Wichser, Alter! Boah, Leute! Ey, ich hab erstmal fett den Schock gekriegt. Das war, glaube ich, du. Man hört hier nichts, ne? Man läuft die Treppe hoch und der Penner steht dahinter und erschreckt mich erstmal. Da kann man mal machen in der Kirche. Der kann gleich erstmal nach unten in den Beichtstuhl gehen. Boah, Heiko Funny, ey. Der war gut, ne? Der war. Ich hab die ganze Zeit hier gewartet. Der war schon vom Allerfeinsten. Wo ist der Günner? Weiß ich nicht. Der wartet auf ihn, Jan. Hinter den anderen Tür auf uns. Ja, Leute, wenn wir einmal hier reingucken oder hier rausgucken, dann könnt ihr alles von oben sehen. Auch geil. Da ist das Klavier, da fliegt eine Taube, da oben sitzt noch eine Taube, also hier ist alles voll mit Tauben, die scheißen hier die ganze Kirche voll. Ich guck mal einmal, was hier nebenan ist. Hier ist einfach irgendein Raum. Ich weiß nicht, ob hier welche einfach ihre Sachen hingeschmissen haben. Da liegt noch ein Schuh. Hier haben wir noch ein paar Noten von irgendeinem Lied. Halleluja. Keine Ahnung. Ich mach mal hier die Funzel wieder aus. Gehen wir wieder nach drüben, wo die anderen beiden sind. Geht das noch weiter hoch? Ja. Kleine, ich muss noch eine Stufe runtergehen, dann arbeite ich damit am Start. Ja. Kleine Selfie-Session. Dommel, guck mal hier. Das ist dieses Fenster. Ja, hier, auch sogar hier alles vollgekackt. Und hier liegen die ganzen, weiß ich nicht, irgendwelche Lieder. Liedtexte. Mutter Gottesmesse. Hugo. Was haben wir hier? Wechselgesänge zur Feier. Okay. Ja, alles verwüstet und alles zerstört, ne? Das ist schon krass hier, der Ausblick. Vor allen Dingen, ich sag mal so, einige von euch werden ja mit Sicherheit schon mal in der Kirche gewesen sein. Und jeder kennt das, wenn man da unten sitzt und dann hochguckt. Aber selber oben war ja auch noch keiner wahrscheinlich. Oder die wenigsten von euch. Und wenn man hier oben steht, sieht das schon mega geil aus.
könnte auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht. Ich kann das nicht ein. Boah, hab ich mich erschrocken, Alter. Ey, Leute. Das ist jetzt, wie gesagt, das erste Lost Place Video. Ich kack mir in der Hose, obwohl es hell ist hier. Trotzdem erschreckt man sich. Wie geht das noch höher? Okay. Wir gucken nochmal hier rein. Ja, das sind alles so kleine Räume. Ich denke mal, hier wird irgendwas gelagert worden sein. Wie nennt man das hier oben nochmal? Ist das eine Orgel oder was? Das ist eine Orgel da, ne? Und wie heißt denn die Dinger da oben? Pfeifen. Da sind die Flöten hier, die Pfeifen. Ja, nicht, dass deine Kamera gleich aus Versehen da runterfällt. Macht nichts, die holen wir eh nicht mehr. Hier, da haben wir die Orgel. Da möchte ich jetzt eigentlich, ne, da drücke ich nicht drauf, weil alles vollgeschissen ist. Warte, dann mach ich das. Ich versuche mal so. Ne, kann ja gar nicht gehen, ne? Ne, ist ja gar nicht schon. Ja. Hier hat er dann angerufen und hat er gesagt, mach mal hier eins live. Dann hat er hier den Hörer genommen. Dann hat er da auch schon mal so ein Elvis reingezämmert in den Tasten. Ja Leute, auf jeden Fall geil. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie euch das Video gefällt. Beziehungsweise ob ihr da Bock drauf habt, wenn mal öfter so ein Lost Place Video online kommt. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, der Dommel, der macht noch Fotos. Der hat auch seine gute Kamera dabei. Und den könnt ihr auf jeden Fall auch abchecken auf Instagram. Da werden auch viele Fotos online kommen von den ganzen Lost Places. Und den könnt ihr gerne abchecken unter Burgwerk. Einfach mal abchecken also auf Instagram. Findet ihr aber bei mir auch auf Instagram. So, wir gehen nochmal eine Stufe höher, beziehungsweise eine Etage. Mal gucken, was da noch ist. Hier. Oh, da sitzt eine Taube, ja, kann man die mir jetzt nicht fressen. Boah, geh runter. Was ist denn da? Ja, keine Ahnung, das ist eine Taube. Die Glocke. Leute, das ist richtig schmal hier. Vielleicht ist einer drin. Ich glaube, hier sind 20.000 Tauben. Wahrscheinlich. Ich bin noch 100. Mechanik wahrscheinlich von den Glocken. Ja, ja. Ist die Glockenmechanik quasi. Hier kannst du ihn. Glaube ich, würde ich sagen. Da will ich nicht hochgehen. Alter. Der ist ein bisschen zu gefährlich. Geil. Krass. Also hier gehe ich nicht rein, das ist ein bisschen zu schmal, da kriege ich ein bisschen Platzangst. Da kannst du bis nach oben gehen, ne? Ja, aber hier gehe ich nicht rauf, weil das alles Holz ist. Ne, ich sprich von hier. So Leute, ich weiß nicht, was das hier ist, das wird der Dachstuhl sein. Hier ist auch mächtig Vogelkacke, also Taubenkacke. Ich weiß nicht, ob die sich hier wahllos vermehren, aber sieht krass aus auf jeden Fall. Ich will auch hier nicht zu weit gehen, weil das Holz, ich weiß nicht, wie lange das noch hält. Man muss das ja nicht hier auf die Spitze treiben. So, ja, ich würde sagen, wir gehen wieder runter. Außer Tauben ist hier nichts. Bleib mal da stehen.
Wie denn? So oder was? Ja. Na so Leute, jetzt gehen wir mal wieder runter hier. So sieht das aus. Schon creepy alles hier, ne? Seid mal ruhig. Das hört sich an wie... Das Schweigen der Lämmer. Wie auf einer Brutstätte hier. So, vorsichtig runtergehen, nicht stürzen, sonst gibt es Verletzte hier wieder. Da, die sitzt immer noch eiskalt, deine Ecke. Warte mal, mach mal so ein Foto. Ja, Leute, also wir gehen jetzt nach unten und dann machen wir unten noch ein paar Fotos. Und wie gesagt, die Fotos könnt ihr auf Instagram sehen, auf meinem Instagram-Account natürlich. Und dann könnt ihr auch beim Burgwerk mal abchecken. Muss man den Lost Günner auch noch einen Kanal machen, ne? Ich brauche unbedingt ein Stativ. Ja, ich habe vergessen, das Stativ. Ich habe da auch nicht mehr dran gedacht, ich wollte erst schauen. Aber lass gleich ruhig noch ein bisschen filmen einfach. So Leute, jetzt sind wir unten angekommen. Genau, da sind wir vorhin reingekommen. Jetzt können wir aber auch wieder hier durchgehen. Ja, die sind schon am Weihwasser, im Weihwasser am Baden. Das ist jetzt mittlerweile ein Aschenbecher. Ich glaube, der letzte Plätzchen ist da rausgegessen. Die letzte Hostie haben sie weggelutscht. Also wie gesagt, ich würde mich echt freuen, wenn ihr mal in die Kommentare reinschreibt, wie euch sowas gefällt. Also live ist halt mega interessant. Ist natürlich jetzt quasi so 4-5 Räume nur, aber wenn man live vor Ort ist, ist das auf jeden Fall mega interessant, weil das einfach anders ist als sonst, ne? Ich weiß nicht, hier ist auch noch ein Eingang gewesen. Hier ist auch nochmal so ein Becken. Der haut nochmal einen in die Tasten. Da drüben, da gibt es noch einen Raum, da gehen wir nochmal hin. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Da ist ja der Phil Domme von Genesis. Komm Domme, wir gehen mal da hinten hin. Da hinten ist wie gesagt noch ein Raum, da gehen wir nochmal abchecken. Dann machen wir gleich noch ein paar Fotos. Und dann würde ich sagen, war das erstmal. Hier darf man nicht stolpern, da bricht man sich schon mal die Beine. So, ich drehe mal die Kamera. Überall Tauben, man hört die. Die Messe ist gelesen. Warte mal, ich mach mal hier Licht an. Ich mal hier. So. Dann machst du mal lieber hier Licht an, Karl. Hier bei die Hostien drin. Ehrlich jetzt? Ja, weiß ich schon nicht. Das hier war ein C, siehst du. Also damals, die hatten auf jeden Fall hier Axt. Ja, auf jeden Fall. Also hier. Hallo? Ja, das werde ich so weitergeben. Nein, das geht natürlich nicht so. Ja, den werden wir auf jeden Fall verbrennen. Ja, machen wir. Und abonnieren. So, hier hing der Anzug. Hier ein kleiner Spiegel. Hier kleiner Schrank. Sündigen, wir wollen sündigen, den wir kündigen. Das war ein kleines Arschloch, ne? Ja, kleines Arschloch. Also du bist auch eins, aber gut. Ja. Floppy. Aber irgendwie komisch, ne? Was soll das hier sein? Für einen Tisch ist es zu hoch. Was soll das sein? Umkleide. Umkleide. Einfach so Schubladen und so, wo die Klamotten drin waren, oder was? Ja, da sind wir wahrscheinlich hier. Ja, wahrscheinlich noch. Die kicken mal hier. War nicht mehr so ganz gängig. Mach mal Licht hier. Ja, warte.
Warte mal, ich gehe eine Runde. Ist auch nichts mehr so weit hier drin. Was liegt denn hier? Türbeschlag. Okay. Nix, noch nichts Gutes. Auch nichts. Nee, hier wird wohl nichts mehr drin sein. Ist auch nichts drin. Komm, komm hier nochmal. Ah, schade, dass hier kein irgendwie ein Kalender ist oder so. Hier liegt auch, ja. Wo man irgendwie, weiß ich nicht, wo man draus irgendwie sehen kann, seit wann das hier leer ist oder so, ne? Nicht so richtig erkennen. Da kann man ein Liedchen kommen und trillern, ja. Kann man nicht hinstellen, da steht die Linie auf. Gaben. Kommunion. Gabenbereitung. Boah, Alter, das Böller. Da steht Kommunion. Hier so eine Zeitschaltuhr, ne? Das ist eine klassische Zeitschaltuhr. Auf der anderen Seite, das ist ein klassischer Stromkasten. Ey, da ist bestimmt Dampf drauf. Ah ne, da ist so viel Dampf, noch nicht mal mein Kabel draufgelegt. Brutal. Das ist mir schon gezeigt, dass ich noch meinen niegelnagel neuen Anhänger an meinem Rucksack habe. Der Dom hat sich einen neuen Rucksack gegönnt. Einen Kamerarucksack. Man muss auf jeden Fall auch der mal. Der ist flatsch neu. Da hängt sogar noch das Schild dran. So wie die amerikanischen Rapper. Die haben das auch mal gerne an eine Pullis und an eine Cappies. Ah, Cheeseburger. Oh, scheiß aus mit Perle. Der hat fein. Da hat der Pfarrer vor der Messe nochmal richtig einen losgelassen. Ja. Lass mir mal durch. Ja, da ist nochmal eine Tür. Da ging dann auch nochmal rein. Und hier geht wieder hoch oder was? Okay. So. Das sind alles auf jeden Fall nicht genormte Stufen. Ach, guck mal hier, eine alte Nähmaschine. Cool. Gute alte Singer. Ganze Menge. Ja, ich weiß nicht, hier so Miniräume hier. Ne? Ja, also wir werden jetzt da hinten noch mal ein paar Fotos machen. Dann machen wir aber endgültig den Abflug. Und dann bin ich auf euch gespannt, was ihr dazu sagt. Hoppala. Ja. Mal aufpassen, wo man hinlatscht. So. So, das ist jetzt das abschließende Lied, Leute. Wir gehen einmal zum Günner. Ja, war jetzt wie gesagt so der erste Lost Place bzw. erste Lost Place Video. Und der Günner spielt jetzt das abschließende Lied. Für euch. Nur für euch. Ich sag's schon mal. Tschüss. Ich bin wieder raus. Euer Kraft. Ciao. You on the block, in the janitor, but I hit you with a mop. Better watch your friends, they quick to turn the odds.